Hallihallo und herzlich willkommen bei einer Preview zu einer Servervorstellung von meinem eigenen neuen Server. Ah, 1997 war online. Okay. Hier entsteht die Air-Fire-Welt, also die Kampfwelt, die Kriegswelt, Reiche gegen Reiche. Hier kommt das Grüne Reich, das Rote Reich, da das Blaue Reich und hier das Gelbe Reich. Jedes Reich hat eines der vier Elemente. Und das Rote Reich ist zum Beispiel Japanisch und Chinesisch, Thailändisch und so. Das Blaue Reich ist so eher so mit Void-Blöcken und ja ein bisschen Magie dazu. Das Gelbe Reich ist Barbarisch und ja so mit hat Barbaren. Und das Grüne Reich ist ja so normal mittelalterlich mit Burgen und so. Und diese Reiche sind entweder verbündet, neutral oder im Krieg. Das wechselt sich dann immer wieder. Und ja, ist so dynamisch, also man kann abstimmen, in welchem Reich man verbündet sein will oder im Krieg haben will und so weiter. Also das ist eigentlich alles dazu. Wir haben dafür Teams, ich weiß jetzt nicht. Genau. Ich bin im Team Rot, das seht ihr, ich bin im Reich Rot. Ich habe hier schon mal angefangen, die Veranda vom Haus zu bauen. Das Haus muss natürlich hier noch ringsum. Und jetzt gehen wir hier in eine Mistcraft-Welt. Und zwar ist das die Hub-World. Hier kommen dann die Portale hin. Und zwar hier vorne. Da ist natürlich zuerst mal die FR-Welt. Das ist nämlich die normale Welt. Und hier drüben... das geht jetzt gerade nicht. Da muss ich das anders machen. Und zwar muss ich jetzt nochmal hier rein. So, dann spawnt man hier. Und jetzt sollte eigentlich hier irgendwo ein anderes Buch sein. Nicht. Spawn geht nicht. Ja, okay, ich kann sagen, es ist eine ganz abgelegene Insel. Dort ist der Spawnpunkt. Also wir sind in einem Ozean. Auf einer Insel gespawnt am Anfang. Und dort kommt dann ein Portal. Dort sind, also vor dem Portal sind die Regeln. Und dann kommt man eben die Hub-World. So. Also, diese vier Reiche, das ist jetzt zum Beispiel ein Ding. Es gibt natürlich auch eine Free-Build-Welt, wo ihr einfach, egal welches Zeitalter oder so, bauen könnt oder welcher Stil. Diese Welten gehen dann in diese Richtung. Nach einiger Zeit wird es dann schon uneben und so. Also Grenzen werden dann auch erobert natürlich. Und ja, damit einfach jedes Reich am Anfang vor allem gleich viele Chancen haben. Später gibt es eben Eroberungen. Dann kann jetzt zum Beispiel das Rote Reich ein bisschen kleiner werden oder so. Und jeder Admin, also jeder OP, hat dann ein Reich. Und dort wird dann, also über den OP wird dann entschieden, was gemacht werden soll und wer Krieg hat und so weiter. Und ich furze jetzt ein bisschen. So, nein, nein. Also, was gibt es dann noch für Welten? Es gibt eben die Freebuild-Welt noch, die kommt bald. Die haben wir schon gemacht. Dann gibt es die Farmwelt, da gibt es noch andere Zonen dann, also andere Farmwelten, die zusammenhängen. Dann gibt es eine Welt, wo im Weltall ist, wo ihr Raumschiffe bauen könnt und so weiter, Planeten erkunden könnt. Und es gibt noch ein Reich, es gibt noch eine Welt, wo PvP einfach ist, Freebuild, PvP. So, also dieses Modpack braucht unser Modpack. Also der Server braucht unser Modpack, so genannt. Das findet ihr unten in der Videobeschreibung ist der Link zu unserem Modpack. Und die Server-IP ist, glaube ich, dort auch. Sonst ist sie noch nicht öffentlich. Und ja, wenn ihr Spaß dran habt, wenn ihr Interesse habt, auch an einem LP-Projekt, also wer Let's Player ist und ein Projekt sucht, ich werde ein Projekt gründen. Und ihr dürft dann hier zum Beispiel in der RVR-Welt dann Projekt machen.
Also, unten findet ihr noch dann den Link ins Forum. Im Forum gibt es einfach alle News und Informationen und so. Auch ein Chat gibt es. Und ja, wer Lust hat, schreibt mich mal an, per Payen am besten. Und ich gebe euch dann die Sachen, wenn ich euch vertrauen kann. Also, als Cooperation zum GroupCraft-Server möchte ich auch ein bisschen, dass ihr zuerst auf den normalen Server kommt, damit ihr einfach ein bisschen vertrauenswürdig eingestuft werden könntet. So, also, Dankeschön fürs Schauen. Bald kommt das Server-Vorstellungsvideos, die Informationen, alles mögliche auf meinem Kanal. Und ja, ich sage euch Dankeschön fürs Schauen, bis zum nächsten Mal und der Regen soll mal ausgehen. Tschüss.